Hallo liebe Schachfreunde, ich möchte euch eine kleine neue Serie vorstellen, und zwar die Schachnüsse. Es geht hier darum, Stellungen zu lösen. Das könnte kann taktisch sein, es kann positionell sein, also es wisst ihr vorher nicht. Kleine Aufgabe für so zwischendurch, halt eine Schachnuss. Und beginnen möchte ich mit einer Partie zwischen mir und dem Schachfreund Kemper, gespielt 2016 in Paderborn. Und ich erreichte hier folgende Stellung und ja, ihr dürft beginnen, euch darüber einen Kopf zu zerbrechen, und die Lösung gibt es nach dem Intro. Ja, und wenn man die Stellung ein bisschen analysiert, wird man feststellen, dass Weiß besser steht, etwas besser steht, weil er hat mehr Raum und die etwas aktiveren Figuren, wobei man sich natürlich fragen kann, ist es wirklich so? Und klar, Schwarz hat auch eine langfristige Schwäche. Das ist tatsächlich das große Problem in der schwarzen Stellung. Und die Lösung ist einfach Turm A1 zu spielen. Und man nimmt die Türme vom Brett oder man erobert die A-Linie. Das konnte Schwarz nicht zulassen, deswegen kam es jetzt hier zu Turm BA7 und nach Schlagen, Schlagen, Turm A1. Schlagen Springer schlägt A1. Es steht wie gesagt fest. Weiß hat immer noch den Raumvorteil. Und beim Raumvorteil ist übrigens meistens nicht so schlimm, die Schwerfiguren zu tauschen, denn die restlichen Figuren leiden dann immer noch um den, also an den Raumnachteil. Bei Schwarz ist das zumindest so. Und Schwarz hat auch zum Beispiel den Läufer auf G7, der ist langfristig schlecht. Und klar, Weiß könnte man sagen, hat auch einen sehr schlechten Läufer. Aber dazu wird es bald mehr geben bei der nächsten Schachnuss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wenn ja, lasst mir bitte ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr nichts verpasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wiedersehen.